30-23 schlägt Hamburg Wilhelmshaven, überragender Mann der Partie. Mit zahlreichen Paraden nach 13-14 habe ich aufgehört zu zählen. Aaron Edwardson heute noch einen Tick größer als sonst, oder? Ja, klar. War schön. War richtig, richtig schön. So 2 Punkte haben und gewonnen. Wilhelmshaven hat eine sehr gute Mannschaft und die kämpfen immer 60 Minuten und ja, war richtig, richtig schön. Aber du wusstest ja immer genau, wo die hinwerfen. Du hattest ja fast jeden zweiten Ball. Ja, war so ein bisschen Matrix, weißt du. So, das ist sie alles so ein bisschen langsamer als die anderen. Nee, ohne Spaß. Da war, in der ersten Halbzeit habe ich sehr gute Fühlen gehabt. Ganz einfache Bälle gehalten und die Abwehr war sehr, sehr gut. In der ersten Halbzeit. Es war ein bisschen Schwierigkeit, weil wir haben gewechselt und die hat die schnelle Mitte gemacht. Aber ja, natürlich, und dann hat die viele einfache Tore gemacht. Und dann bin ich ein bisschen böse und ich muss denken an positiv, nicht so negativ. Und dann haben die für viele, ich glaube, die haben für viele Tore gemacht in der zweiten Halbzeit. Aber 2 Punkte, das 2 Punkte und das ist scheißegal mit wie viele Tore die habe ich gemacht. Wir hatten 30 und die hatten 23. Aaron heute überragend gehalten, aber was war sonst noch der Schlüssel heute zum Sieg? Ich denke gerade die erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten waren auch richtig gut von der Abwehr gespielt. Ich denke deswegen hält Aaron halt auch viele Bälle. Wir stehen kompakt, zwingen die Gegner zu blöden Würfen mit Kontakt und dann können wir halt ein bisschen Tempo gehen, was ja Wilhelmshaven nicht so gemocht hat. Wir waren ziemlich langsam zurück, aber ja, ich denke, wir haben das ganz gut gespielt. Wir haben viele Chancen auch liegen gelassen und ich denke, wir können ganz zufrieden sein mit dem Auftritt hier heute. Ist das jetzt der endgültige Befreiungsschlag im Abstiegskampf? Ich denke nicht. Wir haben jetzt am Donnerstag noch ein richtig schweres Spiel in Dormagen mit Aufsteiger zu Hause. Oder generell spielen die jetzt richtig gut, wenn man die Ergebnisse sich anguckt. Ist eine unangenehme Mannschaft. Wir haben zu Hause auch Schwierigkeiten gehabt. Und die letzten Spiele sind alle spannend und aufregend noch für uns. Und wir müssen so viele Punkte sammeln, wie möglich ist. Und ich hoffe am Donnerstag auch wieder 2 Punkte.